Körpergröße 1,88, Gewicht 90 Kilo, Taille 79, Brustumfang 145, Bizeps 58 cm. Das Gesamtergebnis lautet Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, ich freue mich, dass ich dich hier begrüßen kann in München. Wir sitzen hier am Swimmingpool. Ich weiß bestimmt, dass viele Zuschauer ein bisschen enttäuscht sind, dass du nicht in der Badehose herumsitzt. Was mir aufgefallen ist... Du hast mir gesagt, dass du enttäuscht bist, dass ich nicht nackt herumlaufe. Ja, so ungefähr, ja, genau. So ungefähr. In Deutschland hast du noch so ein bisschen das Image, die Leute verbinden dich noch mit Muskeln, mit deinem Körper. In Amerika ist es mittlerweile ganz anders. Die Kritiker, die kritisieren die Filme, aber nicht dich. Die wünschen, dass mehr von deiner Persönlichkeit durchkommt. In Deutschland kennt man die noch nicht so. Warum ist das so? Ja, weil es ist deswegen, ich wohne ja nicht in Deutschland oder in Österreich. Es haben wir die Deutschen und die Österreicher nicht so die Gelegenheit, dass wir oft am Fernsehen sehen, wie die Amerikaner drüben und der Johnny Carson Show, der Murph Griffin und Mike Douglas Shows drüben. Ich bin doch jedes Monat an zwei, drei Talkshows und da lernt man jemand viel besser kennen, wie wenn man nur, wie ich, zwei oder dreimal nach Deutschland kommt im Jahr oder nach Österreich. So, ich glaube, das ist der Grund. Aber man hat auch das Image hier, wie du schon gesagt hast, das Bodybuilding-Image, es kommt, weil nämlich Bodybuilding für mich war ja ein Sprungbrett zur Filmkarriere. Das war ja hat mir die Möglichkeiten gegeben, dass ich in Filmgeschäft einsteigen kann oder dass ich Bücher schreiben kann und so weiter. Und deswegen denkt man, wenn man Schwarzenegger sagt, oft noch Muskeln und dann erst Schauspielen. Aber wie gesagt, früher oder später wird sich das auch in Deutschland und in Österreich ändern. Mit jedem Film, mit dem ich hierher komme nach Deutschland, wird sich das verbessern und wird sich ändern. Ich bin aber trotzdem stolz, dass ich ein Bodybuilder war und dass ich noch ein Bodybuilder bin. Und ich will in der Zukunft auch ein Bodybuilder sein, weil ich trainiere sehr gerne mit Gewichten. Ich mag wohl bei Meisterschaften nicht mehr mit, aber ich bin trotzdem, Bodybuilding hat mir verholfen, dass ich die Karriere verbessern und auch ins Filmgeschäft einsteigen. Ja. Du hast natürlich auch mit dir ein bisschen das Filmgeschäft verändert. Die starken Männer sind wahnsinnig. Da ist eine Sehnsucht von uns Frauen nach starken Männern. Was meinst du denn dazu? Ich spiele meine Rollen sehr gern. Ich spiele sehr gern den starken Mann oder der Mann, der einer gegen 20 kämpft und so weiter. Das ist die Heldenfilme. Auch das Heroische und die Actionfilme. Also ich habe sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten und bei den Rollen. Und es ist ja jetzt in den letzten 5 Jahren der Trend gewesen, die Actionfilme. Ja. Und jetzt, ich glaube, in der Zukunft wird der Trend mehr auf Comic, auf Komödien umgehen und ich will mit dem mit. Und ich glaube, das war der Grund, dass mein Film, der City High, so erfolgreich war international, weil er eben nicht nur Action war, und nicht nur Abenteuer, sondern auch lustige Szenen drin gehabt hat. Also dass es eine schöne Balance drinnen war. Privat bist du ja auch ein starker Mann. Du bist irrsinnig selbstbewusst, du hast nie Selbstzweifel, du bist positiv. Gibt es denn irgendwelche Schwächen? Gibt es irgendwas, wo du doch mal Angst hast? Nein, eigentlich nicht. Nein, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich denke immer nur ans Gewinnen und ans Positive. Ich schaue sehr selten zurück, ich schaue immer noch vor. Ich mache mir Pläne, große Pläne, wo es große Herausforderungen sind und ich greife die dann an. Manche sind schwerer, manche sind leichter, aber ich habe das sehr gerne, wenn da Herausforderungen von mir sind, die ich dann bekämpfen kann. Es hat sich ja in diesem Jahr bei dir einiges getan, nicht nur der Erfolg, sondern du hast auch geheiratet. Seit kurzem bist du verheiratet. Wie geht's denn Frau Schwarzenegger? Sehr gut, sehr gut. Speziell seit sie verheiratet ist. Ich muss ja gut gehen, wenn sie mit mir ist. Ich meine, perfekter Ehemann. Perfekter Ehemann? Sicher. Wie hat sich denn das Leben verändert? Was verändert sich? Gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns seit der Ehe, seit der Hochzeit vielleicht 2 Wochen insgesamt gesehen. Also das ist wie früher, dass wir uns nicht so oft sehen, also weil sie ja in New York gearbeitet hat und ich in Kalifornien wohne. Aber jetzt ist sie auch wieder in Los Angeles, jetzt sind wir wieder zusammen. Jetzt ist es natürlich wieder besser. Aber wie gesagt, das ist eine glückliche Ehe und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass ich geheiratet habe. Wenn ich gewusst hätte, wie schön es ist, verheiratet zu sein, hätte ich vielleicht schon vor 5 Jahren geheiratet. Ja, ich erinnere mich, Maria hat mir gesagt, sie wünscht sich 5 Kinder. Bleibt es noch dabei? Ja, sie wünscht sich 5, ich wünsche mir 20 oder 100. Irgendwo in der Mitte werden wir uns schon treffen mit dem Ganzen. Ja. Danke, Arnold.